Mein digitales Amt. 24 Stunden für mich geöffnet und immer die Nummer 1, ohne anzustehen. Ob vom Desktop oder via Handy-App. Österreich.gv.at. Österreichs digitales Amt ist die zentrale Plattform für alle digitalen Amtswege und Bürgerservice-Informationen. Zugänglich für alle Bürgerinnen, Bürger, Unternehmer und Unternehmerinnen. Mit österreich.gv.at und der App Digitales Amt können Sie ohne Warte- und Wegzeiten Amtswege ganz einfach und online erledigen. Wichtige Formulare zeit- und ortsunabhängig online ausfüllen und signieren. Mit einem einzigen Login verschiedene Behördenservices nutzen und plattformübergreifend die Inhalte anderer Behördenwebsites durchsuchen und Ihre persönlichen Daten mit Hilfe Ihrer Handysignatur sicher verwalten. Voraussetzung für die digitale Abwicklung Ihrer Behördenwege mit der App Digitales Amt sind eine persönliche Handysignatur und aus Sicherheitsgründen ein Smartphone, das Face-ID oder Touch-ID unterstützt. Sollten Sie noch keine Handysignatur haben, folgen Sie den Anweisungen auf www.handy-signatur.at. Wenn Sie bereits über eine aktivierte Handysignatur verfügen, zeigen wir Ihnen in einfachen Schritten, wie Sie sich in der App Digitales Amt anmelden können. Und so geht's. Laden Sie sich die App Digitales Amt im iOS App Store oder im Android Play Store herunter. Klicken Sie in der unteren Navigationsleiste auf das mittlere Symbol. Klicken Sie auf Anmelden. Wählen Sie die Anmeldeart Handysignatur. Für den nächsten Schritt benötigen Sie aus Sicherheitsgründen ein Zweitgerät, zum Beispiel einen Laptop. Und so aktivieren Sie Ihr persönliches digitales Amt. Gehen Sie mit Ihrem Zweitgerät auf die Webseite www.handy-signatur.at/digitales-amt. Klicken Sie auf Jetzt starten und melden Sie sich mit Ihrer Telefonnummer und Ihrem selbstgewählten Handysignaturpasswort an. Sie erhalten eine SMS auf Ihrem Mobiltelefon. Geben Sie die TAN ein, die Sie per SMS erhalten haben. Klicken Sie auf Signieren. Scannen Sie den am Bildschirm Ihres Zweitgeräts angezeigten QR-Code mit der App ein. Geben Sie Ihr Handysignaturpasswort ein. Klicken Sie auf Unterschreiben und bestätigen Sie Ihre Identität zweimal per Touch-ID, Face-ID oder PIN-Code. Dieser Prozess muss nur einmal durchgeführt werden. Danach kann der Login mit Hilfe von Face-ID oder Fingerprint durchgeführt werden. Klicken Sie auf Weiter und richten Sie gegebenenfalls Ihr persönliches Profil für noch mehr individuelle Vorteile ein. Nun sind Sie bereit für die neuen digitalen Amtswege. Sie können jetzt alle Services des digitalen Amtes rund um die Uhr nutzen. Melden Sie ganz einfach und schnell eine Änderung Ihres Hauptwohnsitzes. Beantragen Sie Ihre Wahlkarte, egal wo Sie sich gerade befinden. Lassen Sie sich an die Verlängerung Ihres Reisepasses erinnern. Oder nutzen Sie unseren digitalen Babypoint für die Ausstellung wichtiger Urkunden Ihres Kindes, ohne auf das Standesamt zu müssen. Und in Kürze auch noch viele weitere Amtsservices. Erleben Sie mit Digitales Amt die Amtswege der Zukunft. Und zwar alles online, einfach und schnell. Mein digitales Amt. Einfacher geht's nimmer.